Ey Sascha, vor 2 Tagen, vor 2 Wochen hast du vor 1 Jahr, 1 Woche später mit YouTube angefangen. Sag doch einfach, dass ich in 5 Tagen, in 2 Wochen, vor 3 Wochen, vor 1 Jahr mit YouTube angefangen habe. So viel Ja, habe ich einfacher. doch gesagt. Ja, aber was willst du von mir? Du musst, die Leute erwarten irgendwas. Irgendwas musst du jetzt Warte machen. mal, willst du ernsthaft von mir, dass ich jetzt heute ein Video raushau, wo ich mich bei den Abonnenten bedanke? Oder irgendwie mich bei Leuten bedanke? Ja. Geschweige denn ein Flashback mache an Orten, wo ich irgendwie angefangen habe. Weil das Ja, mache ich auf gar keinen Fall. Hier hat alles angefangen. Das reicht an Flashback. Jetzt ist eigentlich auch schon der Moment gekommen, wo man ein bisschen, können ein bisschen sentimentalere Musik einbauen. Perfekt. Jetzt ist auch der Moment gekommen. Wo ich an einem anderen Ort sitze. Und zwar wurde ich in letzter Zeit öfters gefragt, wie es zu meinem Kanalnamen kommt oder warum ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Und das war circa vor 1,5 Jahren, als ich in der Schule saß. Das war Mathematikunterricht und ich habe natürlich nicht aufgepasst. Ich meine, wer passt heutzutage noch in der Schule auf? Und da habe ich eine innere Leere verspürt. Ich wusste nicht, wo mein Platz in der Gesellschaft ist. Und ich habe mir Gedanken über mich und mein Leben gemacht. Und da wurde mir auch schon bewusst, dass ich Leute unterhalten sollte, weil ich kenne keine witzigere Person als ich, also als mich selbst. Ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern war, kam Nico das erste Mal zur Schule mit einem Gucci-Gürtel. Und da wusste ich, okay, so ein Ding brauche ich auch. Ich fange jetzt auch mit YouTube an. Und dann haben mich mehr oder weniger Freunde überredet, dass ich mal ein Video hochladen sollte oder soll und das mal probieren soll. Und dann der Kanalname Unsympathisch kam von einem Kollegen, weil ich nie gelacht habe. Und dann hat er den Hashtag Unsympathisch erfunden. Und da habe ich mir gedacht, okay, fuck off, mir fällt nichts Besseres ein. Ich nenne mich Unsympathisch TV. Und jetzt nach 1 Jahr hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich gebe immer noch relativ einen Fick auf eure Meinung. Ganz ehrlich. Wenn ich nicht in 1 Jahr 1 Million Abonnenten habe, dann höre ich einfach mit dem Scheiß hier auf, Alter. Ich habe auch keinen Bock mehr so langsam. Abschließend habe ich mir Gedanken gemacht und habe eine Liste zusammengestellt mit Personen drauf, bei denen ich mich wirklich bedanken will, die mir viel geholfen haben über das 1 Jahr und auch viel beigetragen haben für den Kanal. Und zwar möchte ich mich bedanken bei der Firma Hakle für das feuchte Toilettenpapier. In letzter Zeit war mir das echt eine große Hilfe und auch generell über das Jahr über. Und soweit ich sehe, war es so. Ja. Da muss ich mich ganz kurz wieder melden. Mir ist aufgefallen hier gerade, das Video geht nicht über 3 Minuten. Das heißt, es lohnt sich noch gar nicht hochzuladen. Was könnte ich denn jetzt noch machen, damit es über 3 Minuten geht? Alter, um das Video jetzt doch auf 3 Minuten zu bringen, habe ich mir gedacht, hilft jetzt nur noch eins, und zwar die Orangenscheiben von der Koro-Drogerie. Die Orangenscheiben sind neu im Sortiment. Checkt doch jetzt ganz kurz, zweiter Link in der Beschreibung, die Koro-Drogerie ab. Alles klar.